Hat mich einmal erwischt. Mir ist nichts passiert. Christine? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren DayZ-Folge. Diesmal bin ich mit dem Steffen unterwegs. Und wir beide sind am Airfield im Nordwesten. Vielleicht kleine Geschichte vorweg. Wir waren in der Feuerwache und haben gegenüber des Airfields Schüsse gehört. Schlussendlich haben wir dann zwei Typen mit M4 gesichtet. Sind dann ganz ums Airfield rumgerannt, in der Hoffnung, dass die da noch sind. Da waren sie natürlich nicht mehr. Und dann haben wir sie irgendwie aus den Augen verloren. Wir haben sie nicht mehr wiedergefunden. Der Plan ist momentan, einfach wieder zur Feuerwache wieder zurückzurennen. Und wir hoffen, dass wir da noch wen von den beiden vorfinden, die wir vorher gesehen haben. Ich wünsche viel Spaß dabei. Der Red Tower ist noch sauber oben. Schieß doch nochmal bitte. Oh, die haben sich irgendwo rein verkämmt und warten, bis wer kommt. Warten, bis wir ankommen, ja. Oh. Die Sea Tower ist auch sauber. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch gerade leider keinen Weg, wie man sauber und schön an den Schuppen kommt, ohne da jetzt irgendwie was aufzufallen. Steht ein bisschen offen. Ah, ich habe da vorne noch rüber geguckt. Gefängnis ist zu, wenn ich es richtig sehe. Ah, ich sehe ihn. Vor uns, wo? Links. Jetzt am Schuppen, ja, jetzt am Schuppen. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich seh nur ich einer, ne? Ja? Ja. Einer, der ist jetzt vorgelaufen, der läuft jetzt wahrscheinlich vor zur Feuerwache. Ja, ich renn weiter. Wo ist der Zweite? Wenn die sich getrennt haben, komisch eigentlich, dass man sich trennt, oder? Die covern sich gegenseitig. Okay, der ist jetzt rechts von der Feuerwache. Ja, ich seh ihn vorne an der Feuerwache. Geht der wo rein? Geht rein. Na, bisher ist er noch an der Ecke, aber ich geh ehrlich gesagt davon aus, dass er reingeht, ja. Du bleibst rechts, ich gehe links hin. Glück haben, hauen sie nach hier ab. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, die machen die Hangars. Ne, noch sind sie Feuerwache. Naja, noch, aber ich glaube, wenn sie weitergehen, machen sie die Hangars. Okay. Was wäre jetzt schön, wenn jetzt der andere noch mit zur Feuerwache rennen würde, so Loot helfen oder sowas. Hätten wir es nämlich beide auf einem Fleck und wir wüssten, wo sie sind. Keine Bewegung, kein gar nichts. Soll ich mal nach vorne links Baracken laufen? Bei den Hangars? Um schnell eingreifen. Hier vorne links sind die beiden, die nicht zu öffnen sind. Soll ich da mal zwischenlaufen, damit ich schnell eingreifen kann, wenn was ist? Ja. Okay. Bin gut. Musst du jetzt aber noch mehr aufpassen, dass keiner hinter dir ist, etc. Ja, ich guck. Lach mich 2,50 Meter in den Wald. Bin jetzt Baum. Ja, es wäre schön, wenn du mich im Blickfeld hättest und mir Anweisungen geben könntest. Naja, ich guck, dass ich dich sehe und aber trotzdem irgendwie Deckung kriege. Ja. Ich stehe jetzt hier, ich hoffe, du siehst mich. Ja. Du siehst mich, ne? Du stehst jetzt wo? Bei den Baracken. Bei den Baracken? Ja, ich sehe dich, ja.
Ja, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Da bleibe ich jetzt, falls er hinten rausrennt, schnell sagen, wo, was er macht und wo ist. Ja, bisher sehe ich ihn aber noch nicht, also. Rein noch in der. Ah, er läuft an der Feuerwache rechts die Treppe runter am Tower oben. Das heißt, er ist oben auf dem Dach von der Feuerwache. Okay. Ja, er grast das Dach von der Feuerwache ab. Der ist voll am Looten. Also, er ist jetzt auf dem Dach. Der ist auf dem Dach, außen, ja, der rennt, der Dach. Rennt. Feuerwache. Außen auf dem Dach, ja. Der rennt jetzt linke Seite vom Turm oben. Ja, jetzt rennt er linke Seite oben. Auf den Weg. Du müsstest ihn sehen. Oh, scheiße, war das schlecht beschrieben. Wie kommen wir denn da hoch? Du kommst da hoch, wenn du am Turm vorbeigehst. Du kannst am Turm runterklettern. Muss er die Leiter wieder runter? Er ist, glaube ich, gerade links runtergelaufen. Er geht von hinten in die Feuerwache rein. Hat er mich nicht du siehst gesehen, jetzt von hinten, wenn... Er macht die Tür zu, macht die Tür auf. Er steht in der Feuerwache drin. Okay. Er ist in der Feuerwache. Vorne in dem großen Hangarteil. Ja. Aber nicht zu nah am Gebäude ran, weil du machst halt Schritte, ne? Ja, ich weiß. Okay, hast du jetzt rechts den Tower im Blick? Ich sehe den Tower, ich sehe aber nicht die Tür. Okay, kein Problem. Achtung, er rennt aus dem Tower raus, okay. Er rennt aus dem Tower wohin? Raus. Wohin? Er rennt übers Airfield, ja, er steht auf dem Airfield, er läuft auf dem Airfield. Okay, du siehst ihn gut. Er rennt jetzt in den Hangar. Er ist ein Typ, gut equipped. Renn jetzt zu mir, hinter Feuerwache. Nee, warte. Rennt wieder Hangars. Oh, ich glaube, der weiß, wo wir sind. Jetzt ist der im ersten Hangar. Wenn du davor stehen würdest, von außen nach innen guckend, links, ja. Vorne. Ja. Ich weiß nicht, ob er da steht. Oh. Einen Rückzug machen. Ich weiß nicht. Ich habe einen Zombie am Arsch. Ja, okay. Ja? Ich weiß nicht, ob er da steht. Oder Third Person macht. Ob er einen Tanga guckt? Genau, ob er einen Hangar guckt. Ne, ich weiß nicht, ob er zu uns guckt. Ich weiß es nicht, ich sehe ihn jetzt nicht. Das ist nichts zu heißen, aber... Ich habe mich jetzt mal bei dem Wagen zurückgezogen. Nicht, dass er auf einmal... dahin, wo ich vorher nicht, war. Dass er auf einmal hinter dem Hangar kommt. Ich habe mal okay, wieder ich seh dich. Zurück. Und ich renne jetzt mal bei den Hangars lang, um zu gucken, von welchem Hangar er jetzt lang geht, weil wenn er uns nicht gesehen hat, geht er jetzt rennt dann die Hangars Hangar A nach Hangar B. Genau. Bleib nochmal hier hinten. Was mich jetzt aber immer noch stört, ist der Typ in der Feuerwache, wenn er denn noch drinnen ist, hockt immer noch drin. Wird für so ein bisschen so ein wechselndes System sprechen. Erst rennt 1 vor, 2 gibt Deckung, dann rennt 2 vor und 1 gibt Deckung. Oder komm mal mit, wir rennen zum letzten Hangar und fangen den ab. Einer steht hinterm Hangar und einer steht vor dem Hangar. Und wir gucken beide rum. Oder und dann kann er nicht entkommen. Oder zwei Dets oder so. Achso. Er steht hier drin. Wenn du vorm Hangar stehst und nach links reinguckst. Ja. Okay, soll ich rein? Nee. Ich stell mich. Weiß nicht, ich bin gerade am Überlegen. Komm mal zu mir schon mal. Mhm. Ein bisschen weiter weg, die Schritte hört er. Ja, ja, ja. Okay, stopp. Mhm, ich seh dich. Der ist hier in unserem Hangar drin, wo ich vorstehe. Ja, na, du siehst ihn, wenn er rausrennt und hin. Es kann sein, dass er weiß, dass wir da sind, weil ich deine Schritte jetzt auch gehört habe. Na gut, du warst doch außerhalb des Hangars. Er hört es auch da durch. Guck du mal nach hinten. Und sobald ich schreie, guck nach vorne. Mal bei da. Okay. Ich bin sofort da. Okay, geil, listen. Please drop your weapon and your clothes. We are friendly, you can trust us.
We don't want to shoot you down, but please cooperate. Nothing will happen to you if you cooperate. What's your choice? What's your choice, buddy? Fight? What? Fight or drop your gun and your clothes and you will live. We are friendly. We don't want to shoot you down. But for that you must cooperate with us. Nimmst du unser Angebot an und zeigst uns, dass du freundlich bist? Oder wird das hier auf Folgegefecht hinauslaufen? Ich komme hier nicht nackt raus. Bitte? Ich komme sicher nicht nackt. Also willst du dich nicht ergeben und zeigen, dass du freundlich bist? Auch wenn wir dir versprechen, dass wir dich nicht töten werden. Nö, ich kenne euch. Bitte? Ich kenne euch nicht. Ich weiß, ich dich auch nicht. Aber wie ich schon erwähnte, du bist nicht in der Position, hier Verhandlungen zu führen. Du hast die schlechtere Position, du bist alleine. Wir bieten dir einen Deal an und wenn du ihn annimmst, überlebst du. Wo ist das Problem? Ihr könnt mich so oder so erschießen. Oh. Wollen wir aber nicht. Ja, schon mal daran gedacht? Gibt ja auch freundliche Spieler in DZ. Ich hab bis jetzt noch keinen getroffen. Ja. Wenn du dich so verhältst, wie du dich gerade verhältst, ist das auch kein Wunder. In DZ muss man kooperieren, um zu überleben. Und das ist gerade nicht das ist gerade nicht die Kooperation, die ich mir wünschen würde für dich. Okay, geh bitte mal auf andere Seite des Hangars und dann stellst du dich nach vorne. Dann kannst du ihn bestimmt sehen. Mhm. Er ist bei mir hinter meinem Blech. Ja, ich okay. Ich umgehe den Hangar und komme dann von der anderen Seite, ja. Ja, ja. Ich höre. Rede in den nächsten 5 Sekunden, oder ich denke wieder, du disconnectest. Also ich hab den ganzen Alles klar. Ne, ich wollte nur sicher gehen. Es gibt ja Leute, die disconnecten aus so einer Situation. Auf solche Leute habe ich keine Lust. So, ich bin drüben. Ja, siehst du ihn? Okay, wenn du sagst, du kennst keine Leute in der Sicht, die freundlich sind, was erwartest du denn, wenn du nicht kooperierst? Dass überhaupt wer zu dir freundlich sein soll. Ja, guck mal, nicht so offensiv. Kannst du deinem Kumpel sagen, er soll von der Tür weg? Nö. Ich hab dir gesagt, was du zu tun hast, um zu überleben. Mach's doch einfach. Wir sind schon in Stellung. Wir können schießen, wenn wir wollen. Wir wollen aber nicht. Also mach doch einfach, was wir sagen. Dann siehst du auch mal, dass in der Set Leute sind, die freundlich sind. Wo genau steht er denn am Blech? Genau hinter dieser... Er liegt... Oh, was? Bitte nochmal, mein Kumpel hat gerade im Teamspeak geredet. Ich sagte, der Letzte, der mich gebeten hat, meine Waffe abzulegen, hat mich gekillt. Warum soll ich das jetzt nochmal? Weil ich nicht der bin, der dich damals gekillt hat. Ich bin eine andere Person. Wenn ich sage, ich bin freundlich und ich gebe dir mein Wort, dass ich freundlich bin, dann musst du auch... trotz einer negativen Erfahrung mir einfach Vertrauen schenken. Ich weiß, das ist schwer, aber es ist der einzige Weg. Du behältst deine Waffe. Du wirst überleben. Du musst dich bloß ergeben und alles auf den Boden droppen, damit wir damit du für uns keine Gefahr mehr darstellst. Dann kommen wir rein, dann können wir reden. Wir reden doch schon. Ja, aber wie? Wir sind jede Sekunde gefechtsbereit. Also, macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? So weiter zu reden. Wir müssen es doch nicht so weit kommen lassen,
damit unsere Waffen reden, oder nicht? Alles, was wir so bereden können, können wir so auch bereden. Also ja. Kein Problem. Wir haben beredet, dass ich dir vorgeschlagen habe, dass du deine Waffe droppst, dass du deine Klamotten droppst, dich nackt zeigst und wir dir so vertrauen können. Weil dann von dir in dem Moment keine Gefahr ausgeht. Ja, entscheide dich mal. Möchtest du sterben oder das so machen? Eine Alternative gibt's leider nicht. Da liegt etwa einen Meter hinter der Abdeckung. Also hinter dem Schutzding, aber direkt hinterm Blech. Ja, wie lang ist ein Meter? Meinetwegen, wenn ich mich da hinlege. Eine Mannbreite. Aber die wenn Breite, du dich hinlegst, ne? Eine Breite von die dir. Die Breite, okay. Ja, nicht die Länge. Ja, die Breite, okay. Die Schulterbreite. Und deine Entscheidung? Schluss jetzt mit der Warterei. 10 Sekunden hast du für deine Entscheidung. Leben oder tot sein. Bewegt er sich noch? Oder ist er ausgelockt? Er liegt da. Er bewegt sich nicht, aber er liegt da. Okay. Schieß auf ihn in den Kopf. Schieß auf ihn, okay. Ist er tot? Nein. Hat mich einmal erwischt. Mir ist nichts passiert. Christine? Stopp. Sicherheit, jetzt ist so. Unconscious mindestens. Ich habe dir gesagt, ergebe dich, drop all dein Loot auf den Boden und deine Waffe. Du hättest überleben können. Wenn du dich so dumm verhältst, wirst du nie Leute finden in der Welt, die freundlich sind. Er ist tot. Okay. Guter Schuss. Dankeschön. Unknown Identity has no pulse and is warm on to touch. Du lootest, ich decke. Jo. Oh, er war da, ne? Er war da. Wie, er war da? Er war da. Er ist nicht disconnected. Er war da. Ach so, ja. Hat er dich angeschossen? Er hat mich einmal erwischt. Ich hatte ganz vergessen, dass ich nur Einzelschuss drin habe. Aber dadurch habe ich wieder Munition gespart. Ich habe nur 10 Schuss verbraucht. Stell dir mal vor, ich hätte Dauerfeuer wieder gemacht. Mein Gott, ey. Aber ich habe 30 Schuss das verbraucht. Das war nicht der von denen, die wir eben gesehen haben. Nee, hat er gesagt. Es ist viel ruiniert. Ich habe extra versucht, auf den Kopf zu schießen. Ein paar Racks sind ruiniert, aber ansonsten geht's ganz gut. Oh geil, hoffentlich kriege ich ein Hunting Backpack, was nicht ruiniert ist. Und 30 Schuss ist in dem Arsch. Der Hunting Backpack ist pristine. Ja, die Long Range Scope hätte ich noch für dich. Auf M4 geht das doch gar nicht. Brauchst du nicht für die M4, aber na gut, stimmt, okay, du bist kein Mosin-Träger. Für die M4, ich glaub, nimm das trotzdem mit. Ja. Wir können es irgendwie schenken, falls mal wer freundlich sein sollte. Die Freundlichkeit lässt meistens zu wünschen übrig. Ja, sag, wenn du fertig bist, dann bin ich dran mit dem Looten. Jupp, ich hab mir jetzt nur schnell so eine Waffe geklaut. Nach. Also eine Pistole. Oh ja, und das Ding glaube ich mir auch noch. Oh ne, das ist stumm, brauche ich auch nicht. Gut, Munition, wie sieht's mit der aus? Christine kannst du aber haben. Brauchst du M4 Munition, hast du noch genug? Oh, nimm mal irgend. 27, man weiß, 27 Schuss. Man weiß nie, wie viel man braucht, also. Stimmt auch wieder, ja. 22 als ruiniert, okay. Ja, ich würde mal sagen, du darfst. Ich hab Deckung. Ja, bitte. Ja, stell du dich mal dahin, wo ich stand. So, oh, der hat nur ein 10er Magazin. Was ist das denn für ein Noob? Aber der hat ein Suppressor. Der ist gut, ey. Für die M4, ja. Ja, ich hab aber auch. Du hast auch schon ich hab auch schon. Ey, ich hab einen Damage Suppressor. Mhm. Mal erstmal tauschen hier, fett. Ich hab einen Tristine. Oh. Okay. Can Opener, Ruin, schade. Epinephrin, Ruinschade. Ja, die Pens haben wir erwischt. Erstmal hier was. Ja, aber ansonsten. Trinken. Ich bin's. Brauchst du einen. Nein. Brauchst du eine. Oh, ich hab Bandit damaged. Okay.
einfach ab. Oh.